Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines 2 hier bei Heisenberg zockt. So, wir sind mal wieder beim Thema Verkehr. Was ist denn hier los? Wir gucken mal. Die wollen hier abfahren, das machen sie, das ist okay. Von hier kommen noch welche, hier kommen überall welche und die hier, die machen auch lustige Sachen. Kommen die von der Autobahn? Jawohl, das ist hier wie viel spurig? Zweispurig, das könnte man natürlich jetzt noch ausbauen. Es geht von 2 in 4 Spuren rein, das würde soweit passen. Hier geht es halt von irgendwie 20 Spuren in die 3 rein. Das ist nicht ideal, aber hier ist eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist das hier. Oder wisst ihr, was natürlich auch ein Problem ist? Dass die hier nochmal einfädeln, das müssen sie eigentlich nicht. Wir könnten hier Folgendes machen, das mache ich jetzt auch mal. Und das mache ich tatsächlich nochmal mit einer breiteren Straße, dass wir hier eine Abfahrt machen. Nee, dann geht's. Ja, da geht's von 2 in 4 rein, das ist wieder okay. Nur hier runter gehen. So, dann müsste das doch irgendwie dazu führen, dass die vielleicht halt auf die Idee kommen. Ich mach mal hier Tempo. Dass sie hier nicht mehr einfädeln und die hier behindern. Das wäre meine Idee. Ja, das funktioniert hervorragend. Aber es ist auch wieder, jetzt haben wir hier wieder ein Ampelsystem. Das nehme ich auch mal schnell weg. Das können wir nicht gebrauchen. Die Ampel must go. Da muss sie gehen, hier muss sie gehen. Haben wir sonst noch was? Wir haben hier ein bisschen wenig Zufahrten. Hier haben wir nochmal Ampel, die kommen auch weg. Ich muss sagen, eben eigentlich, ich finde Ampeln nicht so verkehrt, aber offensichtlich führen sie bei City Skylines eher zu Problemen. Also das hier wird halt gerade mal gar nicht genutzt. Wollt ihr nicht nach da? Warum denn nicht? Oh, da ist ein Güterzug unterwegs, sehr schön. Also das mit den Zügen funktioniert. Ja, jetzt lockert's hier aber. Jetzt fährt er immerhin wieder. Vielleicht kommen welche auf die Idee. Hier mal den hier. Ne, die wollen alle da runter. Gut, wenn sie auf die Autobahn wollen, ist klar. Soll ich das kappen, dass man hier gar nicht langkommt? Das wäre auch eine Möglichkeit. Dann kommen sie halt dort nicht mehr rauf, weil die müssen ja... Na gut, es ist halt ein Autobahnkreuz. Von der Autobahn auf die hier. Nee, eigentlich... Wir müssen sie eigentlich lassen. Und hier ist ja wirklich von 4 Spuren zu 5. Das müsste funktionieren. Hier fahren sie auch auf der Außenbahn. Und hier das Abfahren ist dann halt das Problem. Und da müssen sie hier tatsächlich... Ja, den Schotterweg. Ja, nutzt mal. Hier ist ja wieder in Ordnung halbwegs. Allerdings hier. Okay, hier summiert sich dann wieder beim Rausfahren. Ja gut, hier ist aber natürlich tatsächlich auch das Ganze so. Von sehr breit plötzlich hier hin. Das ist natürlich auch nichts. Kann ich das noch ändern? Ja, sicher kann ich das ändern. Also ich gehe mal davon aus, wenn wir hier das hier machen. Den hier. Ein bisschen rausgehen. Das ist sogar zu wenig breit. Da brauchen wir das hier. Nee, das ist Käse. Ist das eine Schnellstraße? Nee, nee. Das ist doch weniger breit als das da. Ja, dann geht es wieder in weniger Spuren rein. Das ist aber die breiteste Straße, die ich habe. Jetzt sag mal. Oder ist es eine Schnellstraße? Glaube ich nicht. Mal ersetzen. Nee, das ist sicher keine Schnellstraße in die Richtung. Nee, das müsste die Straße sein. Dann ist es mit Gegenverkehr, dann wäre das... Das ist doch die breiteste, die ich habe. Ich mach die mal. Aber das stimmt halt so auch nicht. Wir machen es trotzdem mal. Ist ein bisschen besser als vorher. Aber sie haben halt trotzdem, dass sie eine Spur weniger haben. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Das muss doch möglich sein, hier irgendwie das Ganze 4-spurig zu machen. 7-spurig. Nee, nee. Was haben wir hier? 6-spurige Straße. Ja, das ist halt eine 8-spurige hier. Warum haben wir denn hier eine 8-spurige und die habe ich jetzt hier wieder nicht mehr? 5-spurig, 4-spurig und so weiter. Ist ja ganz interessant. 7-spurig, 8-spurig. Ich glaube, das ist er. Jetzt habe ich sie doch noch gefunden. Guck mal einer an. Das verzieht er aber trotzdem. Wir machen das mal zack so. Dann machen wir das zack so. Nee, das stimmt doch auch nicht. Ersetzen wir nochmal. Hier, da haben wir einen Bogen drin. Warum haben wir denn jetzt diesen Bogen drin? Machen wir nochmal ersetzen. Jetzt kann ich das nicht mehr ersetzen. Wir ersetzen das mal durch das hier. So, einmal so. Dann ist der Bogen ist dann so. Dann ersetzen wir es durch das hier. Ich habe halt automatisch einen Bogen drin, interessanterweise. Warum gibt es hier einen Bogen? Das finde ich ganz merkwürdig. Ich mache mal den hier. Und dann habe ich hier automatisch... Also, wisst ihr, was ich meine? Oder geht das hier dermaßen rauf? Ne, das ist ja komplett falsch. Ich mache mal kurz Pause. Die hatten wir hier. Und reiß das mal kurz ab.
Das gefällt mir hinten und vorne nicht. Das müssen wir anders haben. Also, die Straße ist jetzt die richtige. Jetzt wollen wir sie bauen. Machen wir hier den weg. Von hier kommend. Einfach da rein. Ja, dann überlappt es wieder. Macht's und tut. Irgendwas ist zu steil. Hang zu steil. Überlappend. Aber so geht's. Nee, da ist der Hang. So geht's. So, bauen wir mal. Dann sind die Autos alle völlig falsch, aber die werden sich sortieren. Ja, jetzt passt. Jetzt haben wir den Bogen weg. Okay, da muss man halt tatsächlich einfach mal wieder neu bauen in dem Fall. Gut. Ob das jetzt hilft? Ja, ich würde mal sagen, es müsste. Das müsste eigentlich schon helfen. Gut. Wir haben Punkte ohne Ende, aber wir haben praktisch alles eingelöst, was wir einlösen können. Das behalten wir mal im Auge. Wo war jetzt das andere? Hier hinten. Ja, hier ist immer noch massiv Stau. Hier oben ist immer noch Stau. Ist das das, was ich gebaut habe? Ja, das wird gar nicht genutzt, interessanterweise. Die wollen hier nicht runter. Aber warum fahren sie denn hier lang und dann dort wieder lang? Wenn sie hier runterfahren, dann kommen sie hier beim Kreisel, kommen sie eigentlich nach da hinten. Das würde eigentlich funktionieren. Wisst ihr was? Ich versuche mal Folgendes. Wenn ich hier eine Einbahnstraße mache, das muss nicht mal ewig breit sein. Machen wir es mal dreispurig. Wenn ich hier eine Einbahnstraße mache, können sie von der Straße hier nicht rüber. Sie könnten aber jetzt auf die Idee kommen. Ja, guck mal, jetzt geht's nämlich. Dass sie hier abfahren, hier lang düsen und dann von hier in die Straße reinkommen. Ja, und hier vorne sind sie auch unterwegs. Ja gut, das wäre doch eine, oder ist eine Option. Vielleicht funktioniert's. Man sieht's. Jetzt nutzen sie es immerhin. Also das ist schon mal ein Schritt in die Zukunft. Gut, dann haben wir das soweit mal gemacht. Jetzt haben wir Nachfrage. Ich würde mal schnell gerne zu den Punkten gehen. Wir könnten hier eigentlich alles, was wir haben, noch freischalten, wenn wir so viele Punkte haben. Das Kernkraftwerk machen wir mal. Kohlekraftwerk lassen wir mal. Das Kernkraftwerk würde ich gerne bauen. Wir haben zwar genug Strom, man sieht es, aber... Was ist denn das? Hydroelektrisches Kraftwerk? Haben wir das schon? Ein Damm. Achso, das habe ich mal versucht. Da müssen wir irgendwie Mauern haben. Hier haben wir das Kernkraftwerk. Sicher nichts Schönes. Lärm hoch. Ja, das Ding bauen wir mal. Und das bauen wir in die Industrie rein. Oder wir bauen es hier hinten hin. Gehört uns die Kachel schon? Nö. Ich werde hier mal noch uns eine Kachel gönnen. Dahingehend. Zack, 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 zack. Dass wir hier das Kernkraftwerk haben. So, nochmal einmal zack ihn hier nehmen. Passt das hier rauf. Dreh mal. Ist zu groß. Hier passt es hin. Straße benötigt, kriegste. Also, unser Kernkraftwerk Bad ist hier hinten. Wenn das Probleme macht, dann ist es wenigstens weg von den restlichen Sachen. Jetzt haben wir hier aber noch überall Straßenanschlüsse und so weiter. Machen wir mal die Straße hier. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Komme ich hier raus? Moment, wir machen mal die Kurve. Doch, da komme ich, glaube ich, sogar mit einer Kurve komme ich hier noch raus. Ja, nochmal ein bisschen nach vorne und dann hier runter. Geht genau nicht. Ich muss nochmal ein bisschen nach vorne. Und dann runter. Dann müsste es doch gehen. Jawohl, dann geht's auch. Dann düsen wir hier mal in die Richtung. Ne, wir lassen es mal. Wir haben ja die Straße. Das ist Strom. Ist auch Strom. Ah, das passt aber. Gut, dann müssen wir die Straße anschließen. Sollen wir hier wirklich so eine Düne machen? Ich würde hier in den Kreisel rein. Ja, das muss ja kein riesiger sein. So, einmal Kreisel und dann die Straße verbreitern entsprechend. Ja, sogar sehr breit. Weil ich weiß nicht, wer alles nach hier hinten fährt, aber dann sind wir da wenigstens auf der sicheren Seite. Und hier können wir natürlich wunderbar tatsächlich wieder Industrie ansiedeln. Da haben wir eh auch Nachfrage. Wo gehen wir da rein? Ja, wir brauchen eine Brücke. Oh, das ist eine interessante Brücke. Wie habe ich die denn jetzt hier hingekriegt? Das geht da einfach hoch und wieder runter. Das wollte ich so gar nicht. Geht das mit der auch? Nee, da hängen wir drin. Moment, aber so geht's. Wenn ich so hier rüber düse. Nee, wir sind da halt wieder im Schiffweg drin. Aber interessant, dass das jetzt sozusagen selber korrigiert wurde. Geht aber mit dem Teil nicht. Mit dem geht's. Das ist schade. Mit der Brücke. Mit der geht's auch nicht. Da sind die Pfeiler halt anders. Deswegen geht's nicht. Wenn ich das irgendwie so hier hinbaue und dann rüber gehe. Im Wasser. Ja, Leute, es ist eine Brücke. Ich mache mal die Höhe anders. Ist irgendwie interessant, dass da plötzlich ein Knick drin ist. Also den Knick hatten wir doch noch nie.
Aber okay, wenn du da einen Knick möchtest, mach einen Knick. Überlappend, überlappend. Wir müssen einfach irgendwie hier hinkommen. Ja, soll ich die Straße nehmen? Also da haben wir ja gesehen, es geht. Das funktioniert tatsächlich hier rein. Hier funktioniert. Ne, da ist überlappend. Jetzt geht das auch nicht mehr. Vorher ging es doch gerade noch. Jetzt macht sie den Überlappemann. Ich verstehe nicht, warum die Brücke plötzlich gebogen ist. Im Prinzip ja genauso, wie sie sein soll. Ist ja völlig okay. Geht nicht. Ich kann es nicht bauen. Irgendwas ist da im Weg. In die Richtung. Kriegen wir hin, die Brücke. Ich bin da guter Dinge. Sonst machen wir es mal so. Da überlappt es aber auch. Jetzt weiß ich aber nicht, womit es überlappt. Es überlappt überall. Geht so nicht. Okay, da müssen wir es halt anders machen. Dann machen wir das, wie wir es immer hatten. Wir gehen hier auf eine gewisse Höhe. Mal die hier. Dann schnappe ich mir hier die Brücke. Mach die mal rüber. Da stimmt die Höhe nicht. Wir brauchen mehr Höhe. Was hatten wir denn zum Rüberkommen? Ich glaube 50 Meter waren es. Also von der Höhe her. Jetzt muss ich aber nochmal runter hier, damit ich andocken kann. Dann brauche ich zack, 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 die 50 Meter. Mal so, einmal hier rüber. Und dann guck mal, dann geht's nämlich auch. So, also die Brücke haben wir, jetzt müssen wir wieder runter. Mal schauen, kommen wir hier rein? Hier hinten? Ja, wir sind hier halt mitten über dem Zeugs. Entfernung zu gering. Da ist auch die Entfernung zu gering. Wir können auch hier runter. Ist ja egal, wir müssen einfach irgendwo reinkommen. Da überlappt es aber wieder. Gut, das ist natürlich jetzt aber auch hier eine ganz, ganz fürchterliche... Moment. Gehen wir einfach ein bisschen runter. Eine ganz, ganz fürchterliche Gegend hier mit den ganz vielen Gebäuden. Überlappt, überlappt. Da sind überall die Pfeiler im Weg. Da sind auch die Pfeiler im Weg. So geht's nicht. Dann werde ich das hier nochmal kurz kappen, den Bereich. So, hier eine Kurve installieren. Die habe ich aktiviert, jawohl. Wir machen nochmal die 50 Meter, damit wir die gleiche Höhe haben. Irgendwie hier runter. Geht auch nicht. Wo sind wir denn jetzt wieder? Dann sind wir dort drin. Wie ist es so? So geht's. Okay, dann müssen wir doch hier runterkommen. Wenn ich jetzt hier die 0 mache. Ja, dann geht's. Zack, einmal angeschlossen. Und dann machen wir hier mit der Straße ganz normal. Ein Bahnübergang. Kurve zu steil, so geht's. Und gehen hier in die Straße rein. Oder hier oben. Da geht's. Bats, dann haben wir das angeschlossen. Also, dann ist das unser Weg darauf. Wir könnten hier noch eine Querstraße machen. Das würde ich aber tatsächlich dann gerne mit was Kleinerem machen. Irgendwie sowas, eine Gasse. Einmal hier durchziehen. Aha, geht wieder nicht. Komme ich mit der Gasse nicht übers Gleis? Das kann natürlich sein, mit dem Schotterweg. Testen wir das mal aus. Nein, Kollege Schotterweg möchte auch nicht. Mit einer normalen Straße. Geht nicht. Was haben wir denn? Überlappende... Ja, aber das ist doch einfach... Ist das eine Brücke hier? Warum komme ich denn hier nicht rüber? Vielleicht hier unten. Ich gucke mal. Ja, da geht's. Aber wenn ich so mache... Jetzt versuche ich es nochmal mit dem Schotterweg. Ja, funktioniert auch. Einmal Schotterweg. Bats da rein. Sehr gut. Dann haben wir hier nochmal eine Verbindung. Und wir haben hier nochmal einen Bahnübergang. Sehr gut. Haben wir. Jetzt müssen wir eben den Strom hier noch anschließen, haben wir gesehen. Das ist der Starkstrom. Was ist das hier? Starkstrom nicht verbunden. Starkstrom nicht verbunden. Wo haben wir denn Starkstrom? Gehen wir mal gucken. Einmal den hier. Starkstrom. Hier ist er doch. Ist nicht das hier, Kollege, Starkstrom? Doch, müsste. Das ist ja auch nicht verbunden. Da müssen wir aber unter die Erde. Einmal hier lang. Ne, das ist auch nicht verbunden. Okay, kappen wir nochmal. Gehen wir runter. Einmal weg. Das ist ein Eisenbahngleis, Herr Heisenberg. Das hat nichts mit Starkstrom zu tun. Welches ist hier der Starkstrom? Das müsste doch hier sein. Dieses Doppelte hier, oder nicht? Hier hinten, das ist ja Normalstrom. Was ist das hier? Das ist auch Normalstrom. Wie erkenne ich... Den Starkstrom gleich nochmal. Hier unten, im Boden drin. Da. Ist nicht das der Starkstrom? Doch, das ist er. Dann können wir den doch hier nehmen. Düsen hier lang. Düsen hier rüber. Ist ja alles unterirdisch. Und schließen das hier fröhlich an. Bats. Gut, das haben wir. Hier hinten
Das verbinden wir auch noch. Mit dem hier. Dann müsste das Atomkraftwerk doch eigentlich funktionieren. Wasser und Dingens ab. Ja, aber er hängt doch an der Straße dran. Haben wir da jetzt auch wieder ein Problem? Moment, Wasser. Die Brücke leitet nicht. Ja gut, dann brauchen wir hier natürlich nochmal eine Röhre. Und zwar so eine. Auch nochmal hier rüber. Da folgen wir mal dem Strom. Und Düsen. Wo ist denn hier der Anschluss? Hier müsste da irgendwo so eine Art Wasseranschluss sein. Vielleicht oberirdisch? Lass mich mal rauf. Geht nicht. Okay, dann nehmen wir das nochmal weg. Gehen rauf. Geht auch nicht. Machen wir mal Escape und gehen rauf. Jetzt sind wir rauf. Wo muss ich hier das Wasser anschließen? Im Prinzip an der Straße kann das sein. Das würde vielleicht funktionieren. Ja, hier. Wenn wir hier rüber gehen. Mhm. Läuft, aber irgendwie stimmt es doch noch nicht. So wie es aussieht. Doch, ist dran. Doch, doch, guck mal, das Zeichen ist weg. Ja, dann haben wir ja unseren Atommeiler. Wie gesagt, natürlich nichts Schönes, aber irgendeine Fehlermeldung ist da trotzdem noch. Nee, aber dann stimmt es eben doch noch nicht. Moment, nochmal Wässerchen schnappen. Aha, hier passt es nicht. Wenn wir hier nochmal rüber gehen, da rein. Jetzt passt, jetzt ist das Zeichen weg. Interessante Konstruktion. Gut, ob jetzt hier wahnsinnig viele Leute dann irgendwie hier hinfahren. Ich würde sagen, ja, wenn wir mal wieder ein bisschen Industrie machen. Und zwar ein bisschen generische. Also nicht spezialisierte, sondern so eine Industrie. Dann müsste da eigentlich fröhlich gebaut werden. Jetzt müssen die natürlich noch Arbeitskräfte haben. Da möchte ich aber hier keine Wohnung bauen. Da wäre vielleicht eher die Möglichkeit, dass wir hier noch mit einem Bussystem oder so dahin gehen. Das wäre natürlich auch eine Option. Dass wir da mal nochmal ein Busding haben. Haben wir hier unten Busse? Sehe ich das, wenn ich das so mache? Ne, da muss ich mal schnell den hier haben. Den Verkehr. Das ist die Post. Ne, im Prinzip ja, den Transport brauchen wir. Ne, hier haben wir im ganzen Bereich, in der ganzen Industrie haben wir keine Busse. Ich bin halt auch ein Mensch, der denkt, Busse machen eher Sinn tatsächlich bei den Wohnungen. Aber da könnten wir schon nochmal ein Busding machen. Definitiv, das uns irgendwie nach hier hinten führt. Oder wir warten mal schnell. Und warten dahingehend, bis die hier reklamieren, dass sie keine Arbeitskräfte haben. Weil irgendjemand muss ja hier arbeiten. Das gleiche gilt eigentlich auch für das Atomkraftwerk, denke ich. Also da haben wir natürlich den gleichen Effekt. Gut, wir sind eigentlich bei den Punkten stehen geblieben. Haben wir hier noch was? Seuchenschutz, das warten wir, weil wir die Katastrophen noch nicht... die haben wir halt deaktiviert. Ein Katastrophenfrühwarnsystem macht natürlich auch keinen Sinn, wenn wir sie deaktiviert haben. Können wir auch lassen. Hier haben wir alles. Touristenattraktion, da haben wir auch alles. Im Prinzip haben wir alles freigeschalten. Oder freigeschaltet. Na, dann ist ja gut. Gehen wir hier auf Tempo? Nö, müssen wir nicht. Haben wir? Ja, da wird jetzt halt gebaut. Ja gut, also das mit dem Bus, das würde ich tatsächlich... Kommt, das machen wir. Okay, sollen wir das noch angehen? Ich gucke mal auf die Uhr. Ja, nee, dann gucken wir jetzt mit dem... Weil das dauert... Ja, ewig lang dauert das natürlich nicht im Bussystem. Aber es dauert ein Momentchen. Das machen wir in der nächsten Folge. Jetzt haben wir hier auch Stau. Wir haben überall Stau. Hier hat man noch geschrieben, wir haben zu viele Kreuzungen. Mhm. Aber das Problem ist halt, wir können ja nur Wohnungen etc. einzeichnen, wenn wir Straßen haben. Und die Straßen müssen, die müssen irgendwo hinführen. Wisst ihr, was ich meine? Also Kreuzungen hast du halt automatisch. Ich versuche hier mal das Ganze mit einem Kreisel. Batz. Mal gucken. Die Ampel müsste weg sein. Also ich denke mal, in der Realität ist halt der Kreisel, das ist schon eine der besten Erfindungen, die es gibt. Wir haben meiner Meinung nach hier fast zu wenig Querstraßen. Die müssen halt alle durch dieses Ding durch, weil sie hier oben nicht mehr vernünftig auf die Seite kommen. Klar, hier haben wir auch eine Straße. Also die wird halt einfach nicht genutzt. Warum dies, weiß ich auch nicht. Aber jetzt schauen wir mal, ob das mit dem Kreisel nicht irgendwie schon bereits gelöst wurde, hier das Problem. Da können sie mit Sicherheit freier fahren. Hier oben ist wieder das Gleiche. Kreisel an Kreisel. Hier ist dann okay. Ich mache hier auch nochmal einen Kreisel hin. Oder wir nehmen hier einfach... Wir nehmen hier einfach die Ampel weg. Ne, kommt. Kreisel, aber nicht so einen großen. Ne, da überlappt es wieder. Da überlappt schon wieder. Wahrscheinlich mit dem Gebäude hier. Was haben wir hier Schönes? Eine Grundschule. Haben wir die ausgebaut? Nö, machen wir noch. Wenn wir gerade da sind. So, zack, einmal so. Diesen. Ändert jetzt aber nichts am Verkehr hier, wenn wir keinen Kreisel machen können. Ja, machen wir folgendes. Wir schnappen uns das hier und machen die Ampel weg. Mal gucken, ob das nicht vielleicht sogar was bringt. Hier vorne wird wieder eher gefahren. Gefällt mir.
So, war eine schnelle Lösung. Hier hinten haben wir noch Verkehr. Ja, wir haben halt überall tatsächlich gewisse Probleme. Da wartet wieder ein Müllwagen. Da ist kein Wunder, dass die dann irgendwie in ihren in ihrem Müll versinken, die armen Leute. Sollen wir ja nochmal einen Kreisel reinhauen. Geht das überhaupt? Ich guck mal schnell. Doch, würde gehen. Wir könnten hier einen Kreisel machen. Pat, dann machen wir den. So, ich würde gerne wirklich überall, wo wir halt Probleme haben, mit Kreiseln arbeiten. Ich finde das wirklich die beste Lösung. Aha, da war gerade ein Hubschrauber unterwegs. Wahrscheinlich brennt es irgendwo. Das ist in Ordnung. Da fährt wieder ein Zug rüber. Wir gehen mal hier hinten nochmal gucken. Ja. Und patz ist die Musik weg. Da habe ich immer das Gefühl, das Spiel stürzt gleich ab. Das macht es aber nicht. Eieieiei, okay. Ja, hier ist auch noch ein Problem. Vielleicht hier. Ich glaube, hier kriege ich einen Kreisel nicht hin. Da ist die Brücke. Das wird wahrscheinlich eher schwierig. Ja, da überlappt es, macht es und tut. Geht nicht. Dann machen wir hier das gleiche wieder hinten, dahingehend. Mal zumindest das Ampelsystem hier weg. Und schauen, wie sich das dann irgendwie anfühlt. Im Sinne dessen, ob das dem Stau hilft. Hier mit der Brücke. Was ist denn das für eine Brücke? Die kommt von hier hinten. Das ist irgendwie eine Alternative zu dem Weg. Okay. Oh, und hier unten auch. Hier staut sich es dann auch wieder. Was haben wir denn? Achso, das ist... Ist das nicht? Ja, ja, das ist hier, wo wir angefangen haben. Hier mit dieser Abfahrt, die jetzt zumindest ein bisschen genutzt wird. Aber noch nicht massiv. Der Stau? Ja, weil sie nach da hinten wollen. Da haben wir doch aber jetzt eine Alternative geschaffen. Ich nehme hier auch tatsächlich die Ampel weg. Ampel weg, Ampel weg. Ampel weg, Ampel weg. So, und dann schauen wir, wie das funktioniert. Ja, ich muss auch mal sagen, ich bin eigentlich ein Freund von Ampeln. Aber wenn wir halt sehen, das funktioniert nicht, dann müssen wir da halt was ändern. Das ist ganz klar. Jetzt haben wir hier auch nochmal eine Ampel. Im Ernst jetzt? Mach mal weg, mach mal weg. So, dann machen wir hier vorne noch die Ampel weg und dann haben wir sie überall weg. Mal gucken, wie das dann ist, ob das hier besser funktioniert. Ja, ist halt irgendwie hier, ihr habt schon recht, irgendwie hier ein Kreisel, dann hier irgendwie natürlich die Einfahrt, beziehungsweise die Kreuzung. Das ist alles nicht irgendwie ideal. Das ist ganz klar. Aber es ist der erste Versuch. Hier stehen unsere Busse tatsächlich auch noch. Eine Busspur machen. Da hatten wir doch auch mal die Möglichkeit. Schallschutzmauer brauchen wir gerade nicht. Was ist das hier? Rasen, breiter Bürgersteig, Zebrastreifen. Die Folge, wo ich euch gefragt habe, wo man die Fußgängerbrücken baut oder wo ich die finde, die ist noch nicht online. Das heißt, falls ihr das beantwortet habt, ich kann es noch nicht wissen. was wollte ich denn jetzt hier? Erlaubt Fußgängern ein sicheres Überqueren. Ja, das sind einfach Fußgängerstreifen. Das bringt uns nichts. Einen Stopp könnte man hier noch machen. Bringt uns auch nichts. Da haben wir die Parkplätze. Haben wir hier die Möglichkeit zu parkieren? Im Prinzip nicht, aber das ist natürlich auch nicht das Problem. Da überlappt es wieder. Wir machen hier trotzdem einen Parkplatz hin. Falls irgendjemand jetzt findet, ich stehe da nicht im Stau, kann er hier wenigstens die Karre abstellen. Das wäre eine Idee. Achso, Busspuren, genau. Haben wir das vielleicht hier, wenn ich hier... Nee, Straßenbahn, Zug. Hier ist die Straße. Doppelfahrspur für den öffentlichen Verkehr. Zwei Fahrspuren in entgegengesetzten Fahrtrichtungen, die nur von öffentlichen Verkehrsmitteln, Einsatzfahrzeugen... Das wäre natürlich schon was. Kommt, das testen wir einfach mal. Wenn wir das hier machen... Wie mache ich das denn? Mit Ersetzen wahrscheinlich. Batz. Okay. Jetzt dürften die hier eigentlich nicht mehr langfahren. Aber die Müllwagen hoffentlich schon. Ach doch, die können auf der Seite. Okay, und hier ist halt die Busspur. Ja gut, das kenne ich aus der Realität tatsächlich auch. Dann müsste sich das hier halt sozusagen, wie soll ich sagen? Das müsste sich jetzt anpassen. Da überlappt wieder was. Da kann ich keine Busspur machen, da kommt die Straße rein. Ja gut, dann machen wir das mal testweise. Also das müsste ja mit der Zeit sich regulieren. Und in die Richtung. Ich guck mal, ob ich es machen kann. Ja, das geht. Dann haben wir hier eine Busspur. Wir haben hier eine Busspur. Und haben hier eine Busspur. Und dann weiß ich nicht, wo der Bus lang will, aber das ist doch mal ein bisschen was. Da wird doch gleich neu geordnet. Oder es wird versucht, neu zu ordnen. Es gestaltet sich aber eher schwierig. Ich sehe gerade, die Folge ist ja komplett schon wieder fertig. Heiliges, wie schnell das immer geht bei City Skylines. Es ist ja faszinierend. Ja gut, dann danke ich euch fürs Zusehen. Wir gucken jetzt mal, wie das mit den Busspuren funktioniert, ob das angenommen wird. Und dann werden wir hier fröhlich weiterbauen. Wir haben Nachfrage.
Ja, da werden wir morgen gucken wegen der Nachfrage. Jetzt haben wir viel Verkehr gehabt. Dann schauen wir wegen der Nachfrage. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Tschüss.